Wir werden hier sämtliche trigonometrische Formeln erstellen. Wir zeichnen zuerst einen angegebenen Winkel Alpha im trigonometrischen Kreis ein. Dieser Winkelschenkel bestimmt auf dem trigonometrischen Kreis diesen Punkt. Dieser Punkt hängt nur vom Winkel Alpha ab, denn ändern wir Alpha, so ändert dieser Punkt mit. Die Abszisse von dem Punkt hängt also nur von Alpha ab und diese Abhängigkeit hat man Cosinus genannt. Die Abszisse von diesem Punkt, das ist der Cosinus von diesem Winkel Alpha. Die Ordinate von dem Punkt, das ist der Sinus von Alpha. In diesem blauen rechtwinkligen Dreieck können wir den Satz des Pythagoras anwenden, der besagt, diese Kathete im Quadrat plus diese Kathete im Quadrat ergibt die Hypotenuse im Quadrat. Also der Sinus von Alpha im Quadrat plus der Cosinus von Alpha im Quadrat ergibt 1 im Quadrat, das heißt 1. Somit haben wir die Grundformel der Trigonometrie erstellt. Der Tangens von Alpha wird definiert als Sinus Alpha geteilt durch Cosinus von Alpha. Den Tangens kann man im trigonometrischen Kreis als Ordinate von diesem Punkt her erkennen. Der Tangens wird also immer auf dieser vertikalen Geraden eingezeichnet, niemals hier links. Sonst kann es vorkommen, dass das Vorzeichen vom Tangens nicht stimmt. Tangens von Alpha wird also hier eingezeichnet als Ordinate von diesem Punkt. Der Kotangens von Alpha ist definiert als Cos von Alpha geteilt durch Sin von Alpha, also ist der Kotangens von Alpha durch die Definition gleich zum Kehrwert von Tangens Alpha. Den Kotangens von Alpha sieht man im trigonometrischen Kreis hier als Abszisse von diesem Punkt. Schalten wir das Ganze mal weg. Ich halte jetzt hier den Winkel Pi halbe minus Alpha ein. Dank Schieberegler können wir schön erkennen, dass dieser braune Winkel effektiv Pi halbe minus Alpha ist. Schön zu erkennen. Der Sinus von Pi halbe minus Alpha, das ist diese Zahl. Und diese Zahl ist genau dasselbe wie der Cosinus von Alpha. Das ist im trigonometrischen Kreis ganz leicht zu erkennen und man kann es mathematisch rechtfertigen durch Achsenspiegelung gegenüber dieser Achse mit kartesischer Gleichung y gleich x. Was hier eingezeichnet ist, ist alles achsensymmetrisch gegenüber dieser Symmetrieachse. So erkennen wir zum Beispiel sehr leicht, dass der Sinus von Pi halbe minus Alpha genau dasselbe ist wie der Cosinus von Alpha. Solche trigonometrische Formeln gibt es sehr, sehr viele und es macht wirklich keinen Sinn, die auswendig zu lernen, denn im trigonometrischen Kreis sind die sehr einfach zu erkennen. Es genügt, richtig zu schauen, um es zu sehen. Schalten wir das Ganze jetzt mal weg. So. Und stellen wir uns die Frage, ob der Sinus von 60 Grad plus 30 Grad dasselbe ist wie Sinus von 60 Grad plus Sinus von 30 Grad. Der Sinus von 60 Grad plus 30 Grad, das ergibt also der Sinus von 90 Grad. So, und der Sinus von 90 Grad, das macht 1. Jetzt nehmen wir den rechten Teil. Sinus von 60 Grad plus Sinus von 30 Grad, das ist, der Sinus von 60 Grad macht Wurzel 3 halbe, der Sinus von 30 Grad, das macht 1 halbes. Wurzel 3 halbe plus 1 halbes, das macht Wurzel 3 plus 1 geteilt durch 2. Aber diese Zahl, das ist nicht 1. Also sind diese beiden mathematischen Ausdrücke nicht gleich. Das können wir sofort daraus schlussfolgern. Behalten wir auch,
Um eine Formel zu widerlegen, reicht es, ein Gegenbeispiel zu nennen. Genauso kann man zeigen, dass auch all diese Formeln falsch sind. Es reicht, ein Gegenbeispiel zu nennen. Aber wie rechnet man denn jetzt Sinus von Alpha plus Beta? Gibt es dazu eine Formel? Wir werden das Ganze genauestens unter die Lupe nehmen und starten sofort mit dieser Formel. Cosinus von Alpha minus Beta, das ist nicht Cos Alpha minus Cos Beta, sondern es ist anscheinend Cos Alpha mal Cos Beta plus Sin Alpha mal Sin Beta. Wir werden diese Formel korrekt beweisen, und zwar indem wir uns zwei Winkel Alpha und Beta im trigonometrischen Kreis angeben. Diese Winkel können wir hier verstellen. Dieser Winkel Alpha, der bestimmt auf dem trigonometrischen Kreis diesen Punkt A, dessen Abszisse der Cosinus von Alpha ist, durch die Definition von Cos Alpha, und dessen Ordinate der Sinus von Alpha ist, durch die Definition von Sin Alpha. Wir haben hier einen zweiten Winkel Beta, den ich ebenfalls einstellen kann, indem ich hier den Punkt B auf dem trigonometrischen Kreis bewege. Die zwei Vektoren OA und OB bilden diesen blauen Winkel und selbstverständlich ist dieser blaue Winkel nichts anderes als Alpha minus Beta. Um diese Formel zu beweisen, kann man das Skalarprodukt von den zwei Vektoren OA und OB auf zwei Arten berechnen. Und zwar zuerst einmal durch die Definition des Skalarprodukts. Das Skalarprodukt von zwei Vektoren ist definiert als die Länge des ersten Vektoren mal die Länge des zweiten Vektoren mal Cosinus des Winkels, den die zwei Vektoren bilden. Die Länge von OA, das ist 1, das ist ja der Radius vom Kreis. Die Länge des Vektoren OB, das ist auch 1 aus demselben Grund. Und der Winkel gebildet durch die zwei Vektoren OA und OB, das ist dieser Winkel Alpha minus Beta. Also ist das Skalarprodukt gleich zu diesem Produkt. Da die Länge von OA aber 1 ist und die von OB auch, ist das Skalarprodukt gleich zu 1 mal 1 mal Cos Alpha minus Beta, also Cos Alpha minus Beta. Das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren kann aber auch in einem orthonormierten Bezugssystem berechnet werden durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate. Also dieses Skalarprodukt ist auch gleich zu Cos Alpha Cos Beta plus Sin Alpha Sin Beta. Und demzufolge muss der Cosinus von Alpha minus Beta dasselbe sein wie diese Summe, was zu beweisen war. Rechnen wir jetzt noch den Cosinus von Alpha plus Beta. Da wir diese Formel schon bewiesen haben, dürfen wir sie auch benutzen. Genau das werden wir machen, denn Alpha plus Beta kann man auch als Differenz schreiben. So. Alpha plus Beta ist dasselbe wie Alpha minus minus Beta. Und hier haben wir jetzt den Cosinus von der Differenz von zwei Winkeln. Dazu dürfen wir die erste Formel benutzen. Ist gemacht. Und jetzt schauen wir im trigonometrischen Kreis für minus Beta. Auch da minus Beta. Alpha, das ist im trigonometrischen Kreis dieser Winkel, den nehmen wir jetzt entgegengesetzt und schauen uns den Cosinus von minus, hier von minus Alpha an. Der Cosinus von minus Alpha, das ist die Abszisse von diesem Punkt, also dieses hellgrüne Stück. Der Cosinus von Alpha, das ist dieses dunkelgrüne Stück, Abszisse von diesem Punkt. Wir sehen, für diesen Winkel Alpha ist Cosinus von minus Alpha genau dasselbe wie der Cosinus von Alpha. Und das ist gültig für egal welchen Winkel Alpha. Also dürfen wir hier sofort schlussfolgern, der Cosinus von minus Beta,
Das ist dasselbe wie der Cosinus von Beta. Jetzt schauen wir den Sinus. Der Sinus von minus Alpha, das ist hier dieses rosa Stück. Und der Sinus von Alpha, das ist dieses rote Stück. Diese zwei Strecken sind gleich lang, für egal welchen Winkel Alpha. Nur der Sinus von Alpha ist hier streng positiv und der Sinus von minus Alpha ist hier streng negativ. Also ist der Sinus von minus Alpha minus der Sinus von Alpha. Und demzufolge ist der Sinus von minus Beta dasselbe wie minus Sinus von Beta und das Minus können wir dann hier nach vorne setzen. So erhalten wir die Formel Cosinus von Alpha plus Beta, das ist Cos Alpha Cos Beta minus Sin Alpha Sin Beta, was zu beweisen war. Da schalten wir jetzt alles wieder weg, so, und schauen jetzt nach für Sinus. Anscheinend ist Sinus von Alpha plus Beta dasselbe wie Sin Alpha Cos Beta plus Cos Alpha Sin Beta. Beweisen wir auch diese Formel. Der Sinus von Alpha plus Beta, das ist genau dasselbe wie der Cosinus von Pi halbe minus diesen Winkel. Ich schreibe es mal hin. Der Sinus von einem Winkel ist genau dasselbe wie Cosinus von Pi halbe minus diesen Winkel. Dazu schalten wir Pi halbe minus Winkel ein und schauen uns den Cosinus von Pi halbe minus Winkel an. Hier haben wir Pi halbe minus Winkel. Der Cosinus davon, das ist dieses grüne Stück. Das ist aber genau dasselbe wie der Sinus von Alpha. Deutlich zu erkennen im trigonometrischen Kreis. Also können wir daraus schließen, dass der Sinus von einem Winkel genau dasselbe ist wie der Cosinus von Pi halbe minus diesen Winkel. Dieses Minus werden wir jetzt hier verteilen und dann setzen wir neue Klammern für Pi halbe minus Alpha ein. Hier steht jetzt Cosinus von einem Winkel minus einen zweiten Winkel und dazu dürfen wir diese erste Formel benutzen, die wir ja jetzt zur Verfügung haben. Der Cos von Alpha minus Beta, das ist der Cos von Alpha mal Cos von Beta plus Sin von Alpha mal Sin von Beta. Der Cosinus von Pi halbe minus Alpha, das ist hier noch eingestellt, das ist genau dasselbe wie der Sinus von Alpha. Und der Sinus von Pi halbe minus Alpha, auch das können wir im trigonometrischen Kreis überprüfen, das ergibt den Cosinus von Alpha. Das hatten wir eben schon überprüft und da unten als Beispielsformel festgehalten. Hier können wir also das Ganze vereinfachen in diese Form und somit ist diese dritte Formel bewiesen. Eine ähnliche Formel für Sinus von Alpha minus Beta werden wir schnell beweisen, indem wir Alpha minus Beta umschreiben in der Form Alpha plus minus Beta. So haben wir den Sinus von der Summe von zwei Winkeln und dazu haben wir gerade die Formel erstellt, die wir hier benutzen dürfen. Und im trigonometrischen Kreis sehen wir sehr schnell, dass der Cosinus von minus Beta dasselbe ist wie der Cosinus von Beta und der Sinus von minus Beta ist dasselbe wie minus Sinus von Beta. Daher diese fertige Formel. Wir werden jetzt ähnliche Formeln erstellen für Tangens. Tangens von Alpha plus Beta ist anscheinend Tangens von Alpha plus Tangens Beta geteilt durch 1 minus Tangens Alpha mal Tangens Beta. Um diese Formel zu beweisen, schreiben wir zuerst den Tangens von Alpha plus Beta durch diese Definition als Sinus von Alpha plus Beta geteilt durch Cosinus von Alpha plus Beta. Für den Zähler haben wir diese Formel und für den Nenner haben wir diese Formel, die wir sofort einsetzen dürfen. Ist gemacht. Jetzt schreiben wir den Bruch etwas anders und dürfen da, da, da und da
durch eine selbe Zahl teilen, ohne den gesamten Bruch zu ändern. Würde man hier zum Beispiel durch 5 teilen, da auch und da auch, dann ist dieser gesamte Bruch nicht verändert. Wir werden aber nicht durch 5 teilen, sondern durch dieses Produkt. Wir werden hier überall durch Cos Alpha Cos Beta teilen, ist gemacht. Warum durch Cos Alpha Cos Beta? Weil dieser Beweis zu dieser 1 führen soll und die 1 haben wir dann hier vorne. Das hier macht 1. In diesem Bruch kann man durch Cos Beta kürzen. Dieser Bruch kann gekürzt werden durch Cos Alpha. Dieser Bruch kann nicht gekürzt werden, aber der erste Teil vom Bruch, das ist Tangens Alpha. Und der zweite Teil, das ist Tangens Beta. Also erhalten wir so sofort die These, was zu beweisen war. Für Tangens von Alpha minus Beta könnten wir ähnlich vorgehen, oder aber wir schreiben diese Differenz als Summe, so, weil wir ja die Summenformel für Tangens schon haben. Die dürfen wir dann hier anwenden, so. Schauen jetzt wieder im trigonometrischen Kreis nach, da schalte ich jetzt mal alles weg, für minus einen Winkel. Da ist der Winkel Alpha, das ist der Tangens von Alpha. Hier ist der entsprechende Winkel minus Alpha und hier ist der Tangens von minus Alpha. Wenn wir jetzt Alpha verändern, können wir sehr deutlich erkennen, dass der Tangens von minus Alpha genau dasselbe ist wie Tangens von Alpha, nur eben entgegengesetzt. Deshalb ist also der Tangens von minus Beta minus Tangens von Beta. Da unten auch. Und somit erhalten wir sofort diese Formel. Diese 6 Formeln nennt man offiziell die Additionsformeln der Trigonometrie oder kurz die Additionsformeln. Halten wir mal diese 3 Formeln mit dem Plus fest. Ich schreibe die hier nochmal ab und wir wissen, dass diese 3 Formeln gültig sein müssen für beliebige Winkel Alpha und Beta. Also müssen die auch gültig sein, wenn Beta gleich ist zu Alpha. Das heißt, in diesen 3 Formeln dürfen wir überall Beta durch Alpha ersetzen, dann erhalten wir 3 Formeln, die immer noch gültig sein müssen. Lesen wir diese Formeln jetzt ab. Hier steht Alpha plus Alpha, das ist 2 mal Alpha. Hier steht Cos Alpha mal Cos Alpha, das ist Cos Quadrat von Alpha. Und hier steht Sin Quadrat von Alpha. Lesen wir also die erste Formel so ab. Cosinus von 2 Alpha, das ist genau dasselbe wie Cos Quadrat von Alpha minus Sin Quadrat von Alpha. Machen wir Ähnliches beim Sinus. Der Sinus von 2 Alpha, das ist Sin Alpha Cos Alpha plus Sin Alpha Cos Alpha. Eine Zahl plus sie selbst, das ist 2 mal die Zahl. Also steht hier Sinus von 2 Alpha, das ist 2 mal Sin Alpha Cos Alpha. Und hier unten steht Tangens von 2 Alpha, das ist 2 Tangens Alpha, geteilt durch 1 minus Tangens Quadrat von Alpha. Wir lesen also hier diese 3 Formeln ganz einfach ab. Cos 2 Alpha ist Cos Quadrat Alpha minus Sin Quadrat Alpha. Sin 2 Alpha, Vorsicht, das ist nicht 2 Sin Alpha, sondern 2 Sin Alpha Cos Alpha. Und Tangens von 2 Alpha, das ist 2 Tangens Alpha geteilt durch 1 minus Tangens Quadrat von Alpha. Diese 3 Formeln nennt man offiziell die Verdopplungsformeln. Stöbern wir noch etwas weiter in der Trigonometrie, indem wir diese 2 Brüche ausrechnen. In diesem Bruch können wir Cos 2 Alpha ersetzen durch Cos Quadrat Alpha minus Sin Quadrat Alpha und wir werden dieses Minus in dieser Differenz sofort verteilen. Ist gemacht.
Hier sehen wir jetzt 1 minus cos² von Alpha. 1 minus cos² Alpha ist durch die Grundformel der Trigonometrie genau dasselbe wie sin² von Alpha. Wir setzen cos² Alpha rechts rüber, dann steht rechts 1 minus cos² von Alpha. Genau das da. Das macht also sin² Alpha. Und dieses sin² Alpha plus das nächste sin² Alpha, das macht 2 sin² Alpha. Und dieser Bruch kann jetzt noch durch 2 gekürzt werden. Somit haben wir bewiesen, dass 1 minus cos2 Alpha geteilt durch 2 genau dasselbe ist wie Sinus Quadrat von Alpha. Hier machen wir Ähnliches. Wir ersetzen cos2 Alpha durch die Verdopplungsformel. Durch cos2 Alpha minus sin2 Alpha. So. Und 1 minus sin2 Alpha ist durch die Grundformel der Trigonometrie genau dasselbe wie cos2 Alpha, indem wir sin2 Alpha rechts rüber setzen. Also steht hier als Zähler 1 minus sin2, das macht cos2 von Alpha, plus dieses cos2 von Alpha, das macht 2 cos2 von Alpha. Und jetzt kann wieder durch 2 gekürzt werden. Und somit erhalten wir die zweite sogenannte Formel von Carnot. Man nennt diese zwei Formeln die Formel von Carnot zu Ehren des französischen Mathematikers Lazare Carnot. Wir erarbeiten diese Additionsformel noch auf eine andere Art, indem wir diese vier Formeln nochmal berücksichtigen. Wenn man sich die genau anschaut, dann erkennt man, dass hier Sin Alpha Sin Beta steht und hier steht auch Sin Alpha Sin Beta, nur mit dem anderen Vorzeichen. Also wenn wir diese zwei Gleichungen addieren, dann entfällt dieser Term. Wenn wir sie subtrahieren, dann entfällt Cos Alpha Cos Beta. Hier Ähnliches. Wenn wir die zwei addieren, dann entfällt Cos Alpha Sin Beta. Und wenn wir die zwei subtrahieren, dann entfällt Sin Alpha Cos Beta. Dann machen wir das mal. Wir machen also 1 plus 2, 1 minus 2, 3 plus 4 und 3 minus 4. So stoßen wir sofort auf diese vier Formeln. Wir stellen fest, dass hier vorne überall Alpha plus Beta steht und hier steht überall Alpha minus Beta. Ersetzen wir mal einfach Alpha plus Beta durch P, überall, und Alpha minus Beta durch Q, überall. Wir nennen also Alpha plus Beta P und Alpha minus Beta Q. Dann steht hier überall P, da steht überall Q, aber wodurch kann man dann Alpha und Beta ersetzen? Das ist leicht herauszufinden, indem wir diese zwei Gleichheiten addieren. Dann verschwinden nämlich die 2 Beta und so bleibt Alpha plus Alpha, das heißt 2 Alpha, gleich P plus Q. Wenn 2 Alpha P plus Q ist, dann muss Alpha P plus Q geteilt durch 2 sein. Wenn wir diese zwei Gleichheiten subtrahieren, dann verschwindet Alpha. Dann steht hier Beta minus minus Beta, also 2 Beta, gleich P minus Q. Wenn 2 Beta gleich ist zu P minus Q, dann muss Beta P minus Q halbe sein. Also in diesen vier Formeln werden wir Alpha plus Beta überall ersetzen durch P, Alpha minus Beta durch Q, Alpha überall durch P plus Q halbe und Beta überall durch P minus Q halbe. Ich schalte das mal weg und das hier schalte ich ein, so, damit wir sie deutlich erkennen. Hier werde ich jetzt genau das vornehmen, was gerade gesagt wurde. Und somit erhalten wir die vier Formeln von Simpson. Man nennt sie so zu Ehren des englischen Mathematikers Thomas Simpson.